Ja, ich bin manchmal, ich bin wirklich nett. Aber wisst ihr, was mir auf den Sack geht, wenn jeder Zweite kommt? Sag mal, hast du abgenommen? Ich sage, ja, den Telefonhörer. Der Nächste, sag mal, was ist denn los? Bist du kleiner einfach und das wird immer alles kastiger und so. Jeder Zweite fragt, hast du eine Diät gemacht? Hast du das? Ey, ich krieg schon Komplexe, wenn ich keine mache. Ich suche schon krampfhaft irgendwie nach einer Diät, die ich machen kann. Geht mir, ich meine, warum soll ich eine Diät machen? Ich meine, pff, hab ich doch ja nicht nötig. Ich wiege 58 Kilo. Mit Klamotten und ich will nicht abnehmen. Ich will da nicht so aussehen wie die Beckham, ey. Will ich aussehen wie eine Salzstange auf High Heels? Nein, möchte ich nicht. Hab ich keinen Bock drauf. Geht mir auf den Sack. Und außerdem, stopp. Und hier, habt ihr euch mal überlegt, wie gefährlich so eine Diät ist? Kohlsuppendiät? Wer möchte denn mit dem anderen im Raum sitzen, wenn der seine Kippe anzündet? Fliegst du in die Luft? Oder hier, Brigitte-Diät. Ich habe keine Lust, mit einer wildfremden Brigitte irgendeine Diät zu machen. Aber ich habe mir, weil ich wirklich krank war, weil jeder gesagt hat, oh nee, wenn du Frauen rufst, ja, ich mach gerade eine Diät. Habe ich mir überlegt, was machst du jetzt? Habe ich eine Handy-Diät gemacht. Ja, ich habe bei meinem iPhone einfach mal die Remoulade weggelassen. Nee, ich habe wirklich mal probiert, ich habe einfach mal so 4 Wochen ohne Handy ausgehalten. Also ich meine, wisst ihr, wie schwierig das ist? Was machst du mit deinen Händen beim Autofahren zum Beispiel, wisst ihr? Oh, ohne Handy ist echt scheiße. Ich meine, du sitzt im Kino, kriegst echt einen tollen Film, du kannst ja nicht mal telefonieren. Wollte ich Britney anrufen, geht nicht, wisst ihr? Aber gut, einen Vorteil hatte, du wirst nicht mehr mit Käsenachos beschmissen und... Ah ja, aber Handy-Diät, die Handy-Diät hatte wirklich was Gutes, kein SMS mehr schreiben. Geht euch die Simse auch manchmal auf den Sack so, ah, hallo Schatzi, fahr jetzt los. Hallo Schatzi, bin noch nicht losgefahren, fahr aber gleich los. Hallo Schatzi, bin schon auf dem Weg. Hallo Schatzi, bin gleich da. Hallo Schatzi, hab schon den Schlüssel in der Hand und mach gleich die Tür auf. Hallo Schatzi, steh im Zimmer, was macht die Schlampe bei dir im Bett? Geht auf den Sack, oder? Moment. Ich hab was vergessen, Entschuldigung. LOL, Smile, Roll, Schnoll, Scheiß, Kack. Freut nicht. Bin ich aggressiv. Und was noch schlimmer ist, habt ihr mal versucht, ohne Handy, also mit einem Typen mal Schluss zu machen? Ich meine, ich hab ja manchmal 4 am Start. Soll ich die alle mit dem Fahrrad abfahren? Sehe ich aus wie Jan Ulrich oder was?